wir gehen rüber zu TJ, da gibt's auch nochmal eine ganz wilde Nummer. Flair liegt neue Dinge im Beef mit Unge ABK. Wir gehen rein. Also die Sache ist, ich habe ja nie gesagt, dass ich mit Flair Beef habe, ne? Wilde Spekulation. Ich sag nur, der Rapper, der sich bei mir gemeldet hat, der hat auf jeden Fall eine Anzeige am Hals. Und ich darf mich dazu nicht äußern. Aber wenn TJ sich dazu äußert, ist ja umso besser. Dann muss ich das ja nicht tun. Aber es ist natürlich nicht Flair. Natürlich nicht, ne? Viele haben schon gewusst, wer es ist, weil das so in so schlechtem Deutsch geschrieben war, die Bedrohungen, dass viele das wussten, dass es auf jeden Fall kein Deutscher ist. Und deswegen, und weil es ein kurzer Name war, war es jedem klar, dass es natürlich Drake war. Ja, ich gebe es zu, der Rapper, der mich bedroht hat, war Drake. Ich kann es nicht sehen. Losing my mind. Schön. Oh mein Gott. Schön drüber. Der Arm bleibt unten, Digga. Hallo. Ich sagte dir nur ungern. Naja, okay, eigentlich nicht. Aber ich bin da vielleicht auf was gestoßen, was den Flair Unge ABK Beef nochmal von einer komplett anderen Seite zeigt. Denn auf meiner Festplatte ist irgendwie eine Audi-Datei. Wie kann Drake sowas machen? Ich verstehe es auch nicht. Aber es kann ja kein Deutschrapper gewesen sein, der mich bedroht hat. So schlecht, wie er Deutsch gesprochen hat. Aufgetaucht, in dem Flair einfach mal ein paar Sachen liegt. Ach, und außerdem geht's diese Folge um das Eigentor des Monats. Und Simplicissimus tritt weiter. Ja, genau, den Namen zu leaken wäre unflair. Unfair, meine ich natürlich. Weiter auf Simon Desio an. Dit wird eine stabile Folge, aber jetzt heißt es erstmal. Let go. The King goes. Ihr habt ja alle vom aktuellen Beef zwischen Flair versus Unge und ABK mitbekommen. Ich habe davon nichts mitbekommen. Ich wusste gar nicht, dass ich mit Flair Beef habe. Habe ich nichts von mitbekommen. Falls nein, auch egal. Ihr werdet die Thematik, so wie ich sie zusammengefasst habe, auch auf jeden Fall verstehen. Aber auf jeden Fall bin ich auf ein paar Dinge gestoßen, die den ganzen Beef nochmal in wirklich ein komplett anderes Licht drücken. Denn wusstet ihr, dass der ganze Shit schon viel, viel länger geht, als wir alle dachten? Wir machen nämlich jetzt eine kleine Zeitreise ins Jahr 2019. ABK shootet in einigen Videos gegen Shirin David, die gerade mitten in ihrer Album-Promo-Phase ist. Fand Shirin jetzt nicht so nice, dass ABK Videos gegen sie gemacht hat. Der Manager von Shirin auch nicht. Deswegen hat sich der Manager von Shirin kurzerhand dazu entschlossen, den lieben ABK mal ein bisschen, ich sag mal nett einzuschüchtern. Kommt der Manager und schreibt mir sowas hier. Was ist das Problem? Diese Dinge sind auch schon längst veröffentlicht worden. Aber der Manager von Shirin, David, hatte noch einen ganz anderen Move im Petto, in dem gleich Unge und Flair mit involviert werden. Parallel dazu macht Simon einen Stream auf seiner Insel Madeira, wo es um Gangs und Clans und Großfamilien und so ganzen Shit ging. Dort sagte er folgendes. Aber ich hatte schon viele Leute hier auf der Insel zu Gast und einer meiner Gäste war auch auf dieser schwarzen Liste. Also Unge spricht vorher drüber, dass Großfamilien und Clans Listen haben, auf denen der oder die ein oder andere Influencer entstehen, die der bestimmte Clan halt nett so nett findet. Die wollen ihn kaputt schlagen oder bedrohen oder abmurksen, keine Ahnung. Und als diese Person hier war bei mir, habe ich dann diese Nachricht bekommen, hey, sag ihm mal das und das, sag ihm mal das und das. Damals wusste man nicht, wen Unge da meint. Also damals wusste natürlich niemand, wen ich da meine. Wen Unge. Heute weiß auch niemand, wen ich gemeint habe. Nie. Geschrieben hat und um welchen YouTuber es geht. Aber ich wäre ja nicht TJ, wenn ich das nicht rausgefunden hätte. Sorry, Simon, ich hoffe, das ist okay, dass ich das jetzt hier leake. Gar kein Problem. Ich kann leider nur mich selber nicht leaken, weil es ein laufendes Verfahren ist. Deswegen sehr nett. Aber die Sache ist, Flair hat es eh schon öffentlich gemacht, deswegen hoffe ich mal, dass es fit geht. Solltest du nicht wollen, dass ich das jetzt hier leake, dann, naja, dann ist jetzt doof. Auf jeden Fall, hier beginnt das große Theater, in dem Flair mit ins Spiel kommt. Denn der Manager von Shirin hat Flair darum gebeten, dass er sich in der Hip-Hop-Scene für Shirin stark macht. Und dann hat Taban hat mich auch damals schon gebeten, dass ich auch in der Hip-Hop-Szene mich stark mache für Shirin. Ach so, also Flair wurde so ein bisschen als Laufbursche rumgeschickt für andere. Ja, kann man mal machen. Ist ja nett. Und wie macht man sich für jemanden stark? Richtig, die ganzen Kritiker mundtot machen. Denn die Nachricht, dass Unge ABK etwas ausrichten soll und ihm mal etwas drosseln soll, kam von Flair. Aber TJ, hast du da denn auch Beweise für? Ja, hab ich. Ich habe nämlich da die eine oder andere Voice-Aufnahme gefunden. Und Unge, wie gesagt, war schon der Kontakt da und den habe ich auch natürlich auf ganz nett so, ey, du kannst doch nicht deinem YouTube-Kollegen da mal sagen, dass... Also da muss ich sagen, Flair hat mich wirklich ganz nett angeschrieben. Das stimmt. Flair hat mich damals ganz nett angeschrieben und war sehr höflich zu mir. Bis dann der Punkt kam, wo er über mich Kontakt zu ABK haben wollte. Oder dass ich ABK Sachen weiterleite. Da habe ich halt gesagt, Bruder, da bin ich die falsche Person für. Und danach nie wieder Kontakt mit Flair. Der Rapper, der mich jetzt vor kurzem bedroht hat, das war auf gar keinen Fall Flair. Auf gar keinen Fall war der Rapper, der mich vor kurzem bedroht hat, wo ich auf Twitter gepostet habe und so,
Das war auf gar keinen Fall Flair. Außerdem kam vor kurzem jetzt noch eine Memo in die Öffentlichkeit, was Flair Unge damals per Sprachnachricht geschickt hat. Kein Problem. Sag ihm, das war der größte Fehler, den er jemals... Das hat er mir 2019 geschickt. ...in seinem Leben gemacht hat. Die Sprachnachricht hier, sag ihm, das war der größte Fehler, den er in seinem Leben gemacht hat, war eine Sprachnachricht an mich für ABK. Also, dass ich ABK sagen soll, es war der größte Fehler in seinem Leben. Ja, und da habe ich halt keinen Bock ab. Ne? Da habe ich gesagt, nee, da habe ich nicht so Bock drauf. Also ich brauche jetzt hier nicht irgendwelche Sachen weiterleiten bei Stille Post so. Der wird den Unterschied merken zwischen Cyberspace und echter Welt. Sag ihm so. Kannst du ihm ja nochmal schreiben. Und der wird von allen Seiten scheppern, kannst du ihm sagen. Was soll ich ihm noch alles sagen? So ein gutes Gedächtnis habe ich gar nicht. Ich habe die Hälfte schon wieder vergessen, als ich mit ABK das nächste Mal gesprochen habe. Das ist mir dann einfach entfallen. Cool. So macht man sich auf jeden Fall stark für seine Kolleginnen. Einfach Leute, die gegen einen sind, drohen. Cool. Flair hat sich auch nur stark gemacht. Das macht man in der Hip-Hop-Szene so. Flair hat sich auch nur stark gemacht für Shirin. Ehrenmann. Unge meinte übrigens damals im Stream, dass er nicht der Dienstbote von den Leuten ist und dementsprechend nichts ausrichten wird. Da denke ich mir nur so, Digga, bin ich dein Dienstbote? Habe ich ja damals, guck mal hier. Das ist noch meine alte Location mit den Vorhängen aus Leon Machers T-Shirt. Und habe ich damals schon gesagt, dass ich nicht der Laufbursche bin. Da hat sich auch nichts dran geändert. Und das bestätigt Flair auch nochmal in meiner hier vorliegenden Voice-Aufnahme. Und damals hat Unge gesagt, ey Bro, bitte halt mich da raus und ich kenne den auch nicht gut und so, der ist nur ein Arbeitskollege. Auf jeden Fall hat Flair, nachdem er herausgefunden hat, dass Unge ABK die Memo doch weitergeleitet hat, zwei große Dinge gemacht. Erstens, er hat nachdem ABK dann auch nochmal ein Video... Wie, ich habe ABK die Sprachnachricht weitergeleitet. Also da kann ich nur sagen, da muss wohl mein Handy gehackt worden sein. Ich habe nie eine Sprachnachricht weitergeleitet, sowas würde ich nicht machen. Also da wurde wohl mein Instagram gehackt. Oh je, wie ist denn ABK an die Sprachnachricht rangekommen? Hä? Als ob ich ABK einfach eine Sprachnachricht weiterleite, wenn Flair ihn bedroht. Hä, das würde ich ja niemals machen. Da muss irgendjemand Handy gehackt haben. Videos und Stories und sowas ein bisschen aufgemuckt hat. Ein Kopfgeld auf ihn gesetzt von 10... Wer mir sagt, wo ich diesen Esel finde, 10.000 Euro. 10.000 Euro. Cool, was man in der heutigen Zeit so macht, ne? Und zweitens, er fuckt sich darüber ab, dass Unge die Memo weitergeleitet hat und hat Unge auch wieder angeschrieben. Er sagt nämlich Folgendes. Und jetzt anderthalb Jahre später zeigt Unge dem ABK die Sprachnachricht, die ich ihm damals geschickt habe. Also ich habe ABK die Sprachnachricht nicht anderthalb Jahre später gezeigt. So viel kann ich nur sagen. Und es kann sein, dass Flair sich bei mir gemeldet hat, aber davon weiß ich nichts. Ich lese meine Instagram-Nachrichten ja nicht. Keine Ahnung. Hä? Anderthalb Jahre später, was ist das für ein intrigantes Verhalten, dass du eine Sprachnachricht weitergibst? Da habe ich Unge angeschrieben. Ich sage, Dicker, was ist los mit dir? Also, ich war auch wirklich ein bisschen enttäuscht. Und dann kommt der mir auf doof, so auf, ja, du hast mich involviert. Was soll das? So, nach anderthalb Jahren so. Er hat gemerkt, dass er jetzt schnell gegensteuern muss. Dass er schnell mir irgendwas vorwerfen müsste, dass ich irgendwie involviert bin. Dabei, er tut so, als wenn wir jetzt hier, keine Ahnung, Alter, in einem arabischen Café an einem Tisch sitzen, nicht involviert, in was involviert, worüber redet er? Und da habe ich ihm gesagt, sag mal, Digga, was machst du hier gerade für Zickereien? Da hat Flair auch selber bestätigt, dass er nicht derjenige ist, der mir diese Drohung geschickt hat. Er hat doch nur geschrieben, Digga, was machst du hier gerade für Zickereien? Aber auf Twitter habe ich doch geteilt, wie mich jemand, Zitat, ficken möchte, wie mich jemand stechen möchte, das wird Flair doch niemals sagen. Also Flair hat doch hier nur gerade so gesagt, was mache ich denn für Zickereien? Das kann gut sein. Wie gesagt, der Rapper, der mich da bedroht hat, dessen Namen kann ich hier nicht nennen. Also es sind natürlich Vermutungen hier, aber da kann ich nichts zu sagen. Und daraufhin hat Simon auf Twitter geschrieben, dass er von einem Rapper bedroht wird und hat dieses Bild dazu gepostet. Also hier steht nirgendwo, ey Junge, was machst du für Zickereien? Das kann nicht Flair sein. Hier steht nur, ich werde dich ficken. Stechen. Ich kann dich nicht ernst nehmen, wenn du so ein Bullshit schreibst. Wirst du. Kindergarten, mehr ist das nicht. Wirst mich ernst nehmen. Bei Gott. Ich nehme dich erst ernst, wenn du einen vernünftigen Umgangston an den Tag legst. Kleiner YouTuber, der auf Komiker macht. Also, das muss irgendein anderer Clown gewesen sein aus der Deutschrap-Szene. Vielleicht auch aus der Ami-Rap-Szene. Und, weil hier kamen keine deutschen Sätze zustande. Und ich denke nach wie vor, es wird sich hierbei um Drake handeln. Aber... auch nur Mutmaßung von mir. Und ich sag mal so, es sieht sehr danach aus, als wenn das ein Screenshot der Diskussion zwischen Flair und Unge war, nachdem diese ganzen Sachen passiert sind. Das darf Unge natürlich nicht sagen und nicht leaken, weil sonst verstößt er gegen das Briefgeheimnis und würde es zur Strafe machen. Ja, würde ich auch niemals leaken. Würde ich niemals sagen. Hat der TJ recht. Würde ich nicht sagen, wer das ist. Deswegen habe ich es auch nicht gesagt. Aber, naja, es spricht wieder dafür, ne? Aber jetzt mal ganz kurz all in all.
Wer mit Gewalt droht, dumm. Wer dumm rumbeleidigt, dumm. Wer generell diesen ganzen, Walla, der hat was gegen uns gesagt, jetzt müssen wir uns stark machen und ihn zurückschuten, Walla, steht ernst nimmt, auch dumm. Das waren meine abschließenden Worte zu der ganzen Thematik hier. Außer es passiert auch was Neues, dann halte ich euch natürlich auf dem Laufenden hier auf dem Channel. Und falls du nichts verpassen möchtest, dann sub hier auf jeden Fall gerne rein, weil dann verpasst du den ganzen Shit nicht und bekommst die wichtigen Themen aus dem Leben des Influencer-Seins mit. Wichtig und richtig, ja, sehr gut zusammengefasst. Sub gerne rein. Mhm. Heute. Was denkt ihr denn? Kann da was dran sein, was der TJ da sagt? Kann da was dran sein? Ich weiß ja nicht. Also ich habe ja keine Ahnung. Wie kommt er denn auf den Namen? Ich hab's ja zensiert. Ich weiß es nicht, Leute. Ich hab schon wieder vergessen, wer mir da geschrieben hat. Ist ja das Finale der Euro 2020. TJs T-Shirt und mein Pulli passen gut zusammen. Und jetzt soll ich euch noch was Lustiges zeigen. Ich hab das gleiche T-Shirt auch an wie TJ gerade. Schaut mal hier. Guck. Wir haben das gleiche T-Shirt an und ich hab noch den Pullover aus dem Set. Memo. Und diese EM geht ja jetzt schon in die Geschichte ein, wegen den ganzen Eigentoren, die gefallen sind. Normal, Eigentor! Aber das Eigentor des Monats kommt definitiv von ASMR Janina. Oh, das habe ich mitbekommen. Oh nein, das war so peinlich. Oh Gott, das mit ASMR Janina war peinlich. Sie postet nämlich auf Twitter, dass es für sie nur zwei Geschlechter gäbe. Nachdem dann mehrere Leute, unter anderem Pan, ihrer Meinung widersprochen haben. Oh Gott, das war so peinlich, Alter. Die Sache ist, ist ja okay, also pass auf, erstmal, jeder soll ja seine Meinung haben, jeder Mensch soll seine Meinung haben, ja? Und hätte sie einfach nur geschrieben, sorry, aber für mich gibt es nur zwei Geschlechter, ist es zwar respektlos as fuck und einfach nur, also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, aber es ist ja ihre Meinung, ist ja okay, es ist ihre Meinung, so, ey, mach dein Ding, Mädchen, so, mach dein Ding. Aber das Traurige war, sie hat irgendwie eine Woche vorher so eine Regenbogenflagge gepostet im Pride Month, weil es dafür halt viele Likes gibt und weil, Digga, wie kann man denn erst irgendwie eine Regenbogenflagge posten und so tun, so Support LGBTQ plus Community, Support, ja, ich poste hier noch eine Regenbogenflagge und dann schreibt man sowas, Digga, das ist halt das Problem daran. Das Hauptproblem, alter Schwede. Da gäbe. Nachdem dann es ist so peinlich. Es ist einfach nur. Digga, manche. Ist peinlich. Mehrere Leute, unter anderem Pan, ihrer. Es ist wissenschaftlicher Fakt, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. Da ist deine persönliche Meinung vollkommen egal. True that. Und die wären? Oh Gott, Janina. Meinung widersprochen haben, hat sie den Tweet ganz schnell wieder gelöscht und zu okay, geht doch drei Geschlechter geändert. Unter diesem Tweet. Was hat sie dann geschrieben? Okay, ich korrigiere mich. Es gibt drei Geschlechter. Die diversen zählen auch dazu und sind Genbildungen, die aus männlich und weiblich entstanden sind, wenn ich das richtig verstanden habe. Doch drei Geschlechter geändert. Unter diesem Tweet wurde sie dann wieder kritisiert, weil sie noch... Jo, Shitstorm war zu viel, oder? Was da los? Aber für das gute Image kann man ja seine Meinung 28.373 Mal in der Sekunde ändern und im Pride Month noch schöne Regenbogenbilder posten. Das fand ich halt auch so peinlich, dass sie halt wirklich diese Regenbogenbilder postet. Angeblich für die LGBTQ-Community sein. Stark, Janina. Noch vor kurzem eine Regenbogenflagge im... Das hat sie erst vor kurzem da gepostet, ne? Wie kommt man eigentlich auf so eine Idee, erst sowas zu posten und dann zu schreiben, es gibt nur zwei Geschlechter? Das ist so... Das ist einfach so... Das ist so auf Level von J.K. Rowling. Pride Month gepostet hat, um halt den Pride Month und die LGBTQIA+-Community zu unterstützen. Und was wird im Pride Month bzw. in der LGBTQIA+-Community versucht, der breiten Masse näher zu bringen? Richtig, dass es extra Pronomen gibt. Gay-Fishing. Und definitiv mehr Geschlechter als drei gibt. Und was postet Janina unter dem Tweet? Für mich gibt es keine 72 Geschlechter. Es gibt für mich halt keine 72 Geschlechter oder extra Pronomen. Ja, es ist okay. Janina lebt in ihrer Welt, da gibt es halt auch für sie andere Dinge. Oder extra Pronomen. Es ist ja auch, ey, aber ich verstehe nicht, also entweder hast du die Meinung oder du postest eine Regenbogenflagge und supportest die Community. Aber warum machst du denn beides? Das ist doch irgendwie, hä? Das passt doch nicht so richtig zusammen, oder? Naja, egal. Naja, war wirklich ein bisschen Eigentor. Ja, cool. Also man muss den ganzen Bums nicht supporten. Ist ja wirklich jedem selber überlassen, ob er Bock drauf hat. Aber im Pride Month, wo es in der breiten Masse gut ankommt, so ein Bild zu posten und sich Supporter zu zeigen, und wenn dann der Pride Month vorbei ist, aktiv gegen Teile der LGBTQIA+-Community vorzugehen,
riecht schon, ich sag mal, ein bisschen heuchlerisch und ist definitiv das Eigentor des Monats. Ole, ole, ole. Kurzes Thema in eigener Sache, das Video. Irgendwie finde ich, dass ihr euch extrem ähnlich seid. Die Sache ist, TJ, also ich würde auch sagen, wir haben halt dasselbe T-Shirt an. Und deswegen sind wir natürlich auch ähnlich. Schatz, Küsse gehen raus. Ja, wir haben halt beide längere Haare. Wir haben eine ähnliche Haarfarbe. Bei ihm ist halt so ein bräunlich, bei mir ist halt so ein bisschen mehr so roströtlich. Und keine Ahnung, wir sind ja auch getrennt bei der Geburt, wurden wir getrennt. Das wissen viele nicht. Aber ja, wir wurden früher getrennt als Kinder. Indem ich zeige, was für Instagram die erstmal bekommt, wenn man Personen, die Millionen von Subs auf Social Media haben, kritisiert, kommt am Donnerstag. Sogar mit einem Gast diesmal, ist wirklich wild geworden, gehen wirklich, ich sag mal, interessante Dinge in unseren DMs ab. Und die ein oder andere Army oder Community hat mich auch auf, ich sag mal, sehr nette Weise auch schon lustig bedroht. Also, falls ihr es nicht verpassen wollt, subbt gern rein. Simplicissimus hat sich auch der Simon Desius Scam Thema. Na, das hatten wir schon jetzt gerade bei KuchenTV. Das Thema hatten wir jetzt bei KuchenTV schon. Dann würde ich sagen, gehen wir noch zum den Top 3 Clips der Woche. Let's go. In der letzten Woche habt ihr über diese drei Clips abgestimmt. Clip Numero 1. Wie viele Partner hattest du bereits sexuell? Dann vielleicht so 7 bis 8? Okay. Ja, ich bin unter Max an der Zahl. Also, das ist ja nichts Schlechtes, so. Das finde ich. Na, überhaupt nicht. Naja, 0 finde ich schon schlecht. Clip Numero 2. Das glaubt ihr nicht, dass es mir auffallen würde, hätte ich mein Shirt falsch rum an und stream? Das ist Fashion, honey, look it up. Das ist normal. So, wenn ich es umdrehen würde, so, die Nähte sind immer noch so. Nee, sind sie nicht. Oh man, Creeper. Das ist Fashion. Clip Numero 3. Der Hof ist nämlich von 1645. Alter, 1645? Da war Monte erst 10. Und gewonnen hat, wie jede Woche, der Clip von Trimax. Ah, und Revi und Sascha. Wie viele Partner hattest du bereits sexuell? Dann vielleicht so 7 bis 8? Okay. Ja, ich bin unter Max an der Zahl. Also das ist ja nichts Schlechtes, so. Das finde ich... Ja, überhaupt naja, nicht. Naja, 0 finde ich schon schlecht. War auch der beste Clip von den dreien. Congratulations, my boy. So, ihr könnt jetzt wieder auf Instagram abstimmen, was der Clip der Woche wird und könnt auch dafür sorgen, dass diese Woche mal nicht Trimax der Clip der Woche wird. Seine 12-jährige stimmt alle für Trimax ab. Army ist einfach zu strong, muss man sagen. Deswegen schaltet auf Instagram rein, stimmt ab und folgt auf jeden Fall rein, weil dann muss ich euch auch nicht immer hier im Video aufmerksam machen, weil dann seht ihr es automatisch, dass Clip der Woche ist und ihr macht das schon. Dazu drückt hier gerne auf Abonnieren für mehr Spicy-Videos. Aber die Abmod macht jetzt... Der Google Translator. Der Google Translator. Er hat einfach keine Hose an. Maschallah. Geht saufen. Abonniert den Kanal, ihr Bast. Liken, Glocke, Kommentar. TJ auf Insta folgen. Sehr nice, sehr nice, sehr nice. Küsse gehen raus. Schaut bei TJ vorbei. Lasst Liebe da, lasst Küsse da.